Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen im Europasaal der Wirtschaftskammer Steiermark. Wir steigen ein in den 10. E-Day unserer Wirtschaftskammer. Und es gibt ein paar besondere Anlässe, die eben diesen E-Day der Wirtschaftskammerorganisation zu einem besonderen E-Day machen. Wie gesagt, es ist der 10. Dann werden Sie im Laufe des Abends merken, auch für unser Haus, neben der elektronischen Gegenwart und Zukunft gibt es auch ein besonderes Jubiläumsjahr. Es gilt, den 150. Todestag unseres Gründers, des Erzherzog Johann, zu feiern und an diesen Tag zu denken. Und wir haben auch, wenn wir so in die nahe Zukunft blicken, ein Jahr WKO-TV, Webfernsehen unseres Hauses. Auch das ist, glaube ich, diesen Abend wert, dass wir ihn besonders gestalten. Was erwartet Sie als Besucher dieses E-Days heute? Sie werden drei Präsidenten, wenn ich so salopp zusammenfassen darf, drei Präsidenten der Wirtschaftskammer live erleben. Mehr will ich dazu an dieser Stelle gar nicht sagen. Das wird schon den Aspekt einer Zeitreise haben. Sie werden ein bisschen was aus der Vergangenheit hören. Sie werden die Gegenwart richtig erleben und Sie werden einen Blick in die Zukunft machen. Und wir haben klarerweise auch das Vergnügen, jemanden, der sich mit Wissensmanagement, mit der elektronischen Verarbeitung von Wissen wissenschaftlich auseinandersetzt, den Herrn Professor Maurer auch live hier zu erleben. Das wird den gesamten Abend sehr, sehr gut abrunden. Ich möchte zum Einstieg quasi Ihnen zwei Charts zeigen. Einmal möchte ich darauf verweisen, 10 Jahre WKO.at ist für uns der Anlass in der Organisation, dass wir gesagt haben, dieses Businessportal, dieses Informationsportal für die österreichischen Unternehmer, für die steirischen Unternehmer, das wollen wir einem Relaunch unterziehen. Wir haben nicht nur an der Grafik gearbeitet, sondern wenn Sie dieses Bild betrachten, dann werden Sie sehen, dass wir hier eben in wenigen Wochen doch eine entscheidende Veränderung vornehmen. Wir teilen eben auseinander einerseits den Part Service. Sie wissen, wir haben drei Geschäftsfelder in unserem Haus. Für 55.000 steirische Unternehmerinnen und Unternehmer liefern wir Serviceprodukte, wir liefern Bildungsangebote und wir sind natürlich in der Interessenvertretung unterwegs. Und beim Webauftritt WKO.at neu wollen wir diese Welten etwas unter einem Portal doch ordnen. Und es soll der Unternehmer, die Unternehmerin, die unmittelbare Serviceleistung suchen, sehr, sehr rasch in diese Servicewelt eintauchen können. Und jemand, der sich mit wirtschaftspolitischen Grundsatzpositionen, mit aktuellen Programmen und Forderungen des Hauses auseinandersetzen will, derjenige soll sehr rasch in der interessenpolitischen Welt und in den Aktionsprogrammen des Hauses sich zurechtfinden können. Wichtig für uns als Steirer, und wir haben ja hier mit einer sehr, sehr feinen IT-Truppe, mit dem Dr. Wolfgang Schienagel an der Spitze, Akzente gesetzt, es gäbe wahrscheinlich WKO.at in dieser Form nicht, wenn damals Pionierleistung nicht passiert wäre und es gäbe auch kein WKO.tv, wenn dieses Team nicht hervorragende Arbeit leisten würde. Und unser Ziel ist es jetzt in den nächsten Monaten auch zu schaffen, die WKO.tv-Welt mit der WKO.at-Welt zu verschmelzen, dass quasi der Web-TV-Auftritt der Wirtschaftskammerorganisation der steirischen Unternehmer, der österreichischen Unternehmer, ein markanter Bestandteil von WKO.at sein wird. Sie sehen hier, dass wir eben in die Startseite an sehr prominenter Stelle das Web-TV positionieren wollen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere von Ihnen, warum geht eine Unternehmerorganisation so stark in Richtung Web-TV, in Richtung Webfernsehen? Was macht es interessant für uns? Klarerweise brauchen wir diese elektronischen Kommunikationskanäle, um eben mit dieser Vielzahl an Mitgliedern, wie gesagt, es sind bald 55.000, aktiv und gut kommunizieren zu können. Punkt 2, wir müssen, glaube ich, auch gerade in der Interessenpolitik oft sehr neue und unkonventionelle Wege gehen. Wir brauchen Plattformen für unsere Argumente, für die Forderungen. Und ich glaube, dass Web-TV, eben wie das Medium Film, schon auch eine gewisse Form von Informationsmacht auch ausdrückt. Und ich sehe immer vor unserem geistigen Auge, dass politische Entscheidungsträger nicht nur bei Interviews einen ORF, eine Antenne oder andere Fernsehsender quasi als interviewende Institutionen vor sich haben, sondern dass WKO.tv auch dahingehend für die steirischen Unternehmer und Unternehmerinnen
im Sinn einer Informationsmacht auch Partei ergreifen kann und hier einen besonderen Blick auf die wirtschaftliche Landkarte werfen kann. Das praktizieren wir jetzt in sehr vernünftigen, bescheidenen Rahmen seit einem Jahr. Mit dem Relaunch von WKO.at werden wir das noch breiter aufstellen. Und ich darf Sie an dieser Stelle verweisen auf die aktuelle Ausgabe von Wirtschaft im Bild. Sie sehen hier ein Standbild, eben das, die Start-Signation. Wir liefern ein Wirtschaftsmagazin, das sich wirklich ganz gezielt Monat für Monat mit den steirischen Unternehmern, mit den Rahmenbedingungen der steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer auseinandersetzt und ganz klar auch Botschaften und Lösungsansätze auch in Richtung steirischer Politik absendet. Gut, ich darf damit die Einleitung abrunden, abschließen. Wie gesagt, es erwartet Sie ein bunter Abend, der von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft blicken wird. Wir schauen, dass wir den Jubiläen gerecht werden an diesem Abend und wir wollen vor allem dann, das kann ich jetzt schon auch ankündigen, so etwas wie eine Österreich- bzw. Weltpremiere auch live erlebbar machen. Ich darf als ersten Redner des heutigen Abends auf die Bühne bitten, den Regisseur des brandneuen Erzherzog-Johann-Films, Alfred Ninaus, darf ihn bitten, dass er ein paar einführende Worte zum Trailer, den wir dann sehen werden, sprechen wird und den ersten Präsidenten sozusagen dann auch in weiterer Folge auch ankündigen wird. Herr Ninaus, darf Sie bitten. Dankeschön. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich fühle mich sehr geehrt, bei Ihnen heute hier Gast sein zu dürfen. Sehr geschätzter Herr Präsident, sehr geschätzte Präsidenten, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, liebes Publikum. Ja, wie es der Herr Dr. Spahn schon erwähnt hat, ich habe einen Film gemacht als Filmschaffender, als Filmproduzent, der ich seit 30 Jahren in diesem Beruf tätig bin, hier wohlgemerkt in der Steiermark und auch hier in der Steiermark verblieben bin. Und in diesem Sinne einen Film gemacht habe anlässlich dieses Gedenkjahres, sage ich einmal, anlässlich des 150. Todestages von Erzherzog Johann. Ja, für mich als Filmschaffenden stellten sich da viele Fragen, wie begegnet man dieser großen steirischen Persönlichkeit, denn das ist eine sehr, sehr große steirische Persönlichkeit, zweifelsohne ist, geht ja schon alleine daraus hervor, dass er, ich weiß es nicht, wie viel Meter hoch am Hauptplatz in Graz steht. Und er wird auch dieser seiner Größe durchaus gerecht, weil er unendlich viel für die Steiermark geschaffen hat, eigentlich für Österreich, um nicht zu sagen, zum Teil für Europa. Er war eigentlich ein Europäer, damals schon im besten Sinn des Wortes. Nicht umsonst wäre er noch in seinem späten Alter eigentlich zum Reichsverweser des deutschen Bundestages gewählt worden, ein Habsburger zum Reichspräsidenten zu wählen, noch dazu von quasi Demokraten, das war eigentlich die Sensation schlechthin. Wie gesagt, wie habe ich mich dieser Person genähert? Natürlich einmal klarerweise mit Respekt, denn alles andere hätte keinen Sinn. Und bei der Recherche sind wir natürlich schnurstracks als ersten Weg den Weg in das Steirische Landesarchiv gegangen. Und dort haben wir gesehen, unser Film kann nur beginnen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Als russische Soldaten in den letzten Kriegstagen plündernd durch unser Land gezogen sind und in den diversen Schlössern und Burgen und sonstigen großen Gutshöfen, alles, was nicht nied- und nagelfest war, einfach rausgeholt haben, Holz gebraucht haben zum Heizen und alles, was sich da drin befunden hat, hinausgeschmissen haben in die Jauche. Und so geschehen auch in Steins, wobei ich sagen muss, Graf Meran in Steins war damals Ende des Zweiten Weltkriegs 45 so vorausschauend, dass er gesagt hat, ich werde alle unsere Schätze, unsere ganzen Dokumente, Bücher, unser ganzes Archiv wegbringen von hier, nämlich nach St. Ruprecht ins Schloss Stadel, ins dortige Schloss Stadel, wo Graf Kinski lange Zeit gelebt hat. Und dorthin hat man das zur Sicherheit gebracht. Aber die russischen Soldaten sind auch dorthin gekommen und haben alles, was sie vorgefunden haben, schnurstracks in die Jauchengrube hineingeschüttet. Und eigentlich in eine Kloake, wo man davon ausgehen kann, dass man eigentlich gar nichts mehr davon retten konnte. Und ein Wunder,
kaum waren sie weg, haben wirklich wiederum mutige Menschen vor Ort das mitbekommen und haben sofort wiederum Beamte des damaligen Landesarchivs verständigt, die sofort nach St. Ruprecht ins Schloss Stadel geeilt sind und versucht haben, noch alles das zu retten, was eben zu retten geht. Und haben so ein Brieferl, ein Dokument nach dem anderen aus dieser Jauche herausgeholt, gewaschen, feinsäuberlich und mal zum Trocknen aufgehängt. Und so haben sie wieder versucht, Mosaik für Mosaik Steinerl heute zusammenzutragen. Und das dauert jetzt schon eigentlich 50 Jahre, um die Dokumente und darunter viele, viele Tagebücher und Briefe von Erzherzog Johann wieder zu restaurieren, wieder halbwegs herzustellen, um so über das Leben dieses Menschen, das beinahe 45 erst geendet hätte, wieder zu veranschaulichen. Und so haben wir uns diesen Film genähert. Und ich muss sagen, desto tiefer wir und das ganze Team und ich persönlich eingetaucht habe in dieses Projekt, umso mit größerer Ergriffenheit und Erstauntheit bin ich da gestanden, weil ich gewusst habe, dieser Mensch hat für die Steiermark wahrlich Großes geleistet. Das ist unvorstellbar, nämlich auch die Nachhaltigkeit. Ich wünschte mir von unserer heutigen Politik, dass annähernd so viel Nachhaltigkeit in 150 Jahren noch vorhanden wäre, existieren möge, wie es dieser Erzherzog Johann oder der Franzl, wie er auch oft genannt wurde, zu Wege gebracht hat. Wir hatten jetzt letzten Montag in Graz in der Helmut-List-Halle eine fulminante Premiere, wie sie Graz seit langem nicht mehr gesehen hat. 1000 Festgäste waren dieser Premiere gefolgt. Auch der Herr Präsident Mühlbacher war unter anderem Gast dieser Premiere und er konnte sich selbst davon überzeugen und ich glaube, seinen Wort entnehmen zu können mit voller Begeisterung. Es waren aber auch sonst wirklich, also alles, was man heute so in dem Sinn, ja, kurz und gut, die Operen 10.000 nennen kann, war dort vertreten, neben dem sogenannten herkömmlichen Publikum und das ist für uns das Wichtigste, weil wir hatten dann am Donnerstag, also jetzt letzten Donnerstag, eine wirklich grandiose Fernsehausstrahlung. Er wurde im Rahmen der Senderei Mensch und Mächte ausgestrahlt und wir hatten an diesem Tag die zweithöchste Quote erzielt. Sie sehen also, wir haben also damit ORF1 nur als Beispiel und zu Ihrer Information vollkommen hinter uns lassen. ORF1 hat gar nicht an dem Tag existiert. Sogar der Hollywood-Blockbuster um 20.15 Uhr wurde von einem simplen Dokumentarfilm mit Inhalt von Erzherzog Johann weit geschlagen, weit abgeschlagen. Ich habe es auch den ORF-Gewaltigen immer wieder gesagt, auch am Abend dieser Premiere, man braucht nur ORF1 auch noch reformieren und österreichisch machen und sie hätten um die Hälfte mehr Zuschauer höchstwahrscheinlich. Aber das muss man halt immer wieder sagen, das ist so eine der Visionen, die ich habe. Aber ich werde sie noch viel radikaler vertreten müssen, habe ich das Gefühl, weil sonst dauert es zu lange. Und mich hat auch sehr beeindruckt von Erzherzog Johann, als wir erfahren haben, das muss man sich vorstellen, dass zum Beispiel sein Vater, Großherzog Leopold, seinem Knaben, er war der 13. von insgesamt 16 Kindern, muss man sich vorstellen, also nicht nur Maria Theresia, von der wir wissen, hatte 16 Kinder. Auch einer ihrer Söhne, Leopold, Großherzog Leopold, der in der Toskana im Palazzo Pitti mit seiner Familie gewohnt hat und dort regiert hat, hatte insgesamt 16 Kinder. Und das 13. Kind von diesen 16 war Erzherzog Johann. Und bereits am zweiten Tag seiner Geburt wurde er getauft in diesem Palazzo Pitti in der dortigen Kapelle vom dortigen Bischof und als Taufpate hat dem Großherzog Leopold einen armen Mann oder noch klarer ausgedrückt einen Bettler zur Seite gestellt. Nur so viel, wenn Sie den Titel richtig lesen mögen, Erzherzog Johann, Visionär und Menschenfreund. Er hatte viele Visionen. Ich freue mich sehr, dass auch heute hier ein Tag stattfindet in diesem Institut, das ja auch eine der Gründungsinstitutionen von Erzherzog Johann war. Die Steirische Wirtschaftskammer ist ja auch aus einer seiner vielen Gründungsinstitutionen hervorgegangen. Ich hoffe so sehr, dass auch hier heute Ideen wieder geboren werden, quasi Visionen angedacht werden. Früher hat es einmal geheißen, wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Also ich habe gerade gesagt, ich gehe gern zum Arzt, wenn ich dafür beschuldigt werde, Visionen zu haben. Damit habe ich gar kein Problem. Aber ich glaube, es ist
ist notwendig und mehr denn je notwendig, Visionen zu haben, visionär unterwegs zu sein. Und hier scheint tatsächlich so ein Geist in dieser Wirtschaftskammer Steiermark zu herrschen, Visionen möglich zu machen, sogar umzusetzen. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt einmal vorweg mit dem Trailer 2,5 Minuten gute Unterhaltung und sage zur Technik Film ab. Danke, danke. Großartige Bilder, eine großartige steirische Landschaft, ein großartiger steirischer Kameramann, ein großartiger Filmkomponist, auch aus der Steiermark, großartige Darsteller. Kein Wunder, dass dieser Film die zweithöchste Quote erzielte am Donnerstag im Rahmen der Senderei Mensch und Mächte, nämlich fast 500.000 Zuschauer. Knapp nach Universum waren wir an zweiter Stelle und damit die zweitbeste Sendung vom ganzen Tag und damit haben wir ORF weit hinter uns gelassen. Und ich freue mich heute ganz besonders, Ihnen den ersten Präsidenten, den quasi Gründer dieses Unternehmens heute hier, dieser Institution, begrüßen zu können. Ich begrüße feierlich seine kaiserliche Hoheit, Erzherzog Johann in unserer Mitte. Willkommen, Christian Hölbling, Darsteller unseres Filmes. Bitte. Und ich bitte um seine Worte zu unserem diesem heute Abend. Majestät, ich danke Herrn Ninaus für seine leidenschaftliche Arbeit. Hochgeschätzte Landsleute, als historische Person ist es mir eine außerordentliche Ehre, hier in Ihrem fortschrittlichen Kreis zu stehen und einige Worte an Sie richten zu dürfen. Manche von Ihnen werden sich vielleicht fragen, warum ich so lebendig bin nach 150 Jahren. Dazu möchte ich sagen, dass ich von höherer Stelle die Möglichkeit erhalten habe, eine Reise anzutreten in eine Zeit der Mobiltelefonie,
in Ihre heutige Zeit und mir wurden 7 Tage in Ihrer Zeit gewährt, um die Früchte jenes Samens zu sehen, die ich seinerzeit vor 150 Jahren und mehr ausgestreut habe in der Steiermark. Ich schaue auf dieses Land heute und ich stelle fest, sehr vieles hat sich verändert. Besonders fasziniert haben mich auf den ersten Blick die glatten, sauberen, grauschwarzen Straßen mit den vielen Automobilen drauf. Es ist für mich auch unglaublich zu sehen, dass Leute in der Luft reisen und dass sie sogar mit Raketen in den Weltraum aufsteigen und nicht nur mit ihren Augen, sondern auch mit Filmapparaten die Welt und das Universum beobachten. Wie Sie wissen, liebe Landsleute, habe ich mich stets für neue technologische Entwicklungen interessiert. Besonders spannend ist für mich daher die Elektrifizierung der Welt, an der anscheinend auch ich indirekt mitgewirkt habe. Ich habe ja 1811 das Joanneum gegründet und aus diesem ging dann die Technische Universität hervor. Und an jener wiederum hat dann später ein gewisser Nikola Tesla studiert, der Ihnen vielleicht etwas sagt als Pionier der Wechselstromenergieübertragung. Und mit dieser Technologie hat Tesla ja wirklich die technische Welt vollkommen verändert. Wie ein Wunder erscheinen mir als Person des 19. Jahrhunderts die Elektronisierung und die Computerisierung dieser heutigen Zeit. Informationen werden nicht mehr nur direkt von Mensch zu Mensch weitergegeben, sondern in Drähten, Glasfasern, ja sogar über unsichtbare Luftdrähte und Funkwellen werden sie transportiert. Sie können sich vorstellen, wie froh ich gewesen wäre, vielleicht seinerzeit anstelle eines oft sehr mühsamen, geheimen Briefwechsels wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, meiner Nannerl vielleicht auch einmal ein E-Mail zu schicken. Vorbei an der Zensur von Metternich, aber das war damals leider noch nicht möglich. Und wie ich höre, ist es heute sogar möglich, Menschen elektronisch zu vervielfachen. Dieses Phänomen werden Sie im Laufe des heutigen Abends selbst noch erleben dürfen. So viel darf ich bereits verraten. Ich habe viel gelernt in den vergangenen 7 Tagen, die ich in Ihrer Zeit verbracht habe. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass vor 40 Jahren das Internet und vor genau 20 Jahren das World Wide Web erfunden wurden. Ich habe gelernt, dass auf dem Gebiet der Informatik in meiner lieben Steiermark Großartiges geleistet wird, dass bereits 1982 hier in Graz ein Vorläufersystem dieses World Wide Web entwickelt wurde, nämlich der MUPID im BTX-Netzwerk. Sie verzeihen mir bitte, dass mir diese Begriffe, die mir doch etwas fremd sind, immer noch etwas schwer von den Lippen kommen. In den mir so wichtigen Bereichen der Wissensvermittlung wurde hier in der Steiermark auch Erstaunliches vollbracht. Es wurden nämlich die ersten elektronischen Enzyklopädien herausgebracht, wie beispielsweise das Österreich-Lexikon AEIOU und in naher Zukunft das Nachfolgesystem Austria Forum, wo auch die Firmen, Historien unserer steirischen Unternehmen eine digitale Heimat finden werden. Liebe Landsleute, zu meiner Zeit im 19. Jahrhundert waren ja die Portale eines Hauses noch aus Stein. Ich habe jetzt gelernt, dass es heute auch eine andere Form der Portale gibt, nämlich elektronische Portale. Die Wifi- und Wirtschaftskammerportale Wifi.at, WKO.at und WKO.tv wurden sogar hier an diesem Standort erschaffen, wo ich heute zum Geburtstag von WKO.at und diesem heutigen 10. E-Day als Gründungspräsident der Wirtschaftskammer Steiermark in Anwesenheit meiner Nachfolger zu Ihnen sprechen darf. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass unsere steirischen Forschungsstätten und Unternehmen an großen Informatik-Weltprojekten mitarbeiten.
Mir wurde berichtet, dass unsere Landsleute neuartige, und ich muss mich jetzt wieder sehr konzentrieren, RFID-Funkchips entwickeln, dass sie neue Standards für IT-Security, Systeme des Wissensmanagements, Roboter- und Robotiksysteme, neue Anwendungen für Geoinformatik, 3D-Modeling und Computervision entwickeln. Meine Damen und Herren, ich gestehe Ihnen, dass ich nicht alles von dem, was ich Ihnen hier referiere, auch in seinem ganzen Umfange zu begreifen, imstande bin. Aber ich hoffe, Sie merken, dass ich mir redliche Mühe gebe. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich mich noch nie mit dem begnügt, was bereits geschehen ist oder sich gerade in Entwicklung befindet. Es interessierten mich stets auch die neuen technologischen, kulturellen und sozialen Herausforderungen, die den Menschen zu einem besseren Leben verhelfen können. Daher freut es mich ganz besonders, dass die Wirtschaft in diesem Land mit vielen umwelttechnologischen Innovationen sehr eifrig daran arbeitet, dass unsere kostbare Umwelt immer weniger belastet wird. Und was auch sehr positiv hervorzuheben ist, im Sinne der Internationalisierung sind diese Technologien bereits zu einem sogenannten Exportschlager geworden. Ich höre mit Stolz und mit Freude, dass die Steiermark mittlerweile zu den fortschrittlichsten Industrieregionen geworden ist. Und ich denke, dass es auch eine sehr gute Idee ist, das Automobil, aber auch das Fahrrad noch weiter zu elektrifizieren. Ein besseres Leben ist vor allem ein gesundes Leben in einer natürlichen Umwelt mit frischer Luft, mit reinem Wasser und mit Lebensmitteln bester Qualität. Dafür zu sorgen, ist die Aufgabe jedes Einzelnen, aber vor allem die Aufgabe der Verantwortlichen in den Gemeinden, Städten und Körperschaften. Dass eine schöne und gesunde Umwelt auch wirtschaftlich wichtig ist, das zeigt gerade die Steiermark. Einerseits mit ständig steigenden Besucherzahlen als Urlaubs-, Erholungs- und Tourismusland, andererseits auch durch den Export der steirischen Umwelttechnologien. Auch im Bereich der Gesundheitsvorsorge gibt es noch ein weites Feld an wichtigen Innovationen, denn viele Menschen sind sich ihrer gesundheitsgefährdenden Lebensweise nicht bewusst oder können aus ihrer persönlichen Situation heraus ihre Lebensweise nur sehr schwer selbst ändern. Wenn jemand schleichend krank wird, benötigen wir frühzeitige Diagnose und rasche Behandlungssysteme. Ich habe die medizinische Universität besucht, die Kliniken besichtigt und ich habe gesehen, dass Bioinformatik und medizinische Grundlagenforschung sowie die Notfallmedizin bis hin zu Organtransplantationen wesentliche Forschungs- und Anwendungsschwerpunkte sind. Und ich meine, dass all dies unter ökonomischen Gesichtspunkten weiter ausgebaut werden sollte. Wir brauchen aber als ein Überlebensmittel auch die Kultur. Gerade in Zeiten des ökonomischen, technischen und wissenschaftlichen Umbruchs. Kultur als die geistige Auseinandersetzung mit demjenigen, was auf der Welt und in den Köpfen der Menschen vorhanden ist und vorgeht. Zu meiner Zeit gab es zu diesem Zwecke Bücher, Musik und Theateraufführungen und ganz reale Reisen. Dazu gesellen sich heute vielfältige Möglichkeiten, wie zum Beispiel virtuelle Reisen im Internet, sogenannte E-Books, Filme, Videos, zahlreiche Ausbildungskurse und Studien an Universitäten, an Fachhochschulen und in virtuellen Bildungseinrichtungen. Und öffentliche Veranstaltungen, wie eben beispielsweise dieser E-Day heute. Es scheint mir, dass der Konsum von Kultur der Zukunft durch die Virtualisierung und durch das Internet sehr stark vereinfacht wird im Vergleich zu früher. Und gleichzeitig wird er auch immer mehr international verwoben. Auch die Produktion kultureller Güter wird heute leichter gemacht.
Jedoch ist die Qualität immer der Gradmesser für das, was bleibt und nicht wie eine kulturelle Eintagsfliege gleich wieder verschwindet. Qualität setzt sich immer durch, generell, natürlich auch in der Kultur und Kunst, Musik, Malerei, Architektur und so weiter, Tanz, Film, gilt natürlich auch für die multimediale Kunst der neuen Medien. Meine Damen und Herren, ich konnte mich in den letzten Tagen von der Güte ihrer Kultureinrichtungen hier überzeugen. Einige Kulturmarken, wie beispielsweise der Steirische Herbst, die Styriarte und das Kunsthaus Graz, haben sich international etabliert. Neue Musentempel wie das Haus für Musik und Musiktheater Mumut der Kunstuniversität Graz sind am besten Wege, heimische und internationale Studierende und Kunstschaffende zu vereinen und gemeinsam Neuartiges und Experimentelles zu schaffen. Liebe Landsleute, wir brauchen aber auch einen scharfen Blick auf das Soziale, auf die Politik und die gestaltenden Kräfte in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Man sollte stets die fruchtbaren Wirkungen des Unternehmertums beachten, schätzen und würdigen. Denn sozial ist es auch, Arbeit zu schaffen. Das autonome Unternehmertum ist wichtig für unsere Gesellschaft. Achtet mir die Meister. Ich komme, wie Sie wissen, aus einer großen, bedeutenden europäischen Herrscherdynastie. Jedoch kenne und schätze ich als ehemaliger deutscher Reichsverweser und als Bürgermeister von Steins sehr wohl auch das demokratische System der Selbstverwaltung. Mit den Gründungen der Landwirtschafts- und Wirtschaftskammer habe ich die demokratischen Prinzipien selbst institutionell zu festigen versucht. Aber eine Demokratie lebt nur, wenn sie von ihren Mitgliedern auch genutzt wird. Sie verlangt viel, sich eine eigene Meinung bilden, mitdenken, sich einbringen, mitarbeiten, konstruktiv kritisieren und verändern, wo es sinnvoll ist, zur Wahl gehen und die Stimme abgeben, vor allem aber die Demokratie selbst und ihren Wert pflegen. Wenn ich nun mit großer Freude auf die Steiermark schaue, dann kommt mir in den Sinn, dass unsere autonomen Körperschaften und Unternehmen durch solche demokratischen Entscheidungen enorme Infrastrukturen aufgebaut haben. Beispielsweise ein faszinierendes, funktionierendes Straßen- und Schienennetz, einen Flughafen, eine Telekommunikations-Breitbandinfrastruktur, ein Versorgungsnetz für Elektrizität, Wasser, Abwasser und Müllentsorgung und die mir so wichtigen sozialen Infrastrukturen für Jung und Alt. Viel Innovatives ist geschehen in diesem Land seit 150 Jahren. Dafür danke ich Ihnen. Und wenn ich das nächste Mal vielleicht zu meinem 250. Geburtstag im Januar 2032 nochmals die Gelegenheit zu einer solchen Zeitreise haben sollte, dann werde ich voraussichtlich wiederum faszinierende Innovationen hier vorfinden, von denen wir heute noch gar keine richtige Vorstellung haben können. Und diese Innovationen wiederum werden das Leben jedes einzelnen Menschen verbessert haben. In der Hoffnung, dass Sie das genauso begeistert wie mich, schließe ich mit einem steirischen Glück auf. Ich danke Ihnen. Ich möchte nun das Wort an meinen direkten Nachfolger, ich glaube, es ist der 24., übergeben, den Präsidenten der Steirischen Wirtschaftskammer, Peter Mühlbacher. Kaiserliche Hoheit, wäre ich nicht so viel Respekt, würde ich Hansl sagen. So ist auch unter Freunden gerufen worden.
Mich beeindruckt, wie stolz kaiserliche Hoheit über die Steiermark ist, was dieses Land geleistet hat, und vergisst dabei fast, dass er den Grundstein dafür gelegt hat, worauf Gott sei Dank viele Generationen drauf gebaut haben. Und wenn wir heute den 10. I-Day und den 150. Todestag von Erzherzog Johann begehen, ich glaube, ist das also gerade eine fantastische Fügung, über diese Dinge zu reden und sie miteinander zu verknüpfen. Und ich habe großen Respekt vor kaiserlicher Hoheit, dass als die Wirtschaftskammer Steiermark 1850 durch ihn begründet wurde und er der erste Präsident, also von 1850 bis 1852 war, und diese Wirtschaftskammer, und jetzt hören Sie hin, gegen die Allmacht des Staates begründet wurde. Das ist für mich ein nachhaltiger Auftrag, wie es kein weiteres Wort und ein weiteres Wording überhaupt ersetzen könnte. Und ich sage es auch in diesem Zusammenhang, wäre es nicht verankert, dass diese Mitgliedschaft gesetzlich ist, wäre der Grundgedanke gegen die Allmacht des Staates längst verwässert. Und daher dürfen wir sehr stolz sein, dass der Grundgedanke, eine Interessensvertretung sowohl für die Landwirtschaft 1819 begründet, die Wirtschaftskammer 1850 begründet, dazwischen permanente Weiterentwicklung, was die Bildung, die Ausbildung, aber vor allem das Hauptthema, und das passt ja zum heutigen Tag, Arbeit geben, um sozial zu sein. Das sind Tage fast wie vor 180 Jahren und mehr, die sich heute widerspiegeln und den gleichen Einsatz, die gleiche Innovationskraft, ja den gleichen Unternehmergeist verlangen und sich nicht alles von anderen ausreden zu lassen. Und ich habe vor wenigen Tagen bei einem, anlässlich des Erzherzog Johann Film, anlässlich dieser Präsentation, auf ein Journal geantwortet, na, was wäre denn heute der Erzherzog Johann? Ich habe gesagt, mindestens Landeshauptmann. Warum? Weil uns solche Persönlichkeiten an der Spitze eines Landes, ich würde nicht sagen fehlen, aber das haben sie nicht, diese Courage, die ein Erzherzog gegen Wien aufgebracht hat, die wird bei uns politisch mit Kleingeld abgehandelt und dahinter fällt mir der Ernst. Und darum habe ich einfach den großen Respekt vor Erzherzog Johann. Und ich verehre diesen Herrn tatsächlich sehr. Da ist ein anderer auch schuld aus unserem Hause, nämlich Professor Dr. Johannes Koren, der auch etliche Bücher und vieles über Erzherzog Johann geschrieben hat und sich auch in seinem Gehabe fast damit personifiziert und identifiziert und mir also auch seinen Werdegang immer nachgebracht, also näher gebracht hat und gesagt hat, was dieser Mann für dieses Land geleistet hat. Naja, und wenn man halt am Anfang einer Periode steht, dann, oder eines Auftrages wie ein Wirtschaftskammerpräsident steht, dann hat man halt andere Gedanken im Kopf. Der Hannes hat nicht locker gelassen. Der Erzherzog Johann hat alles für unser Land gelegt. Ob es der Erzberg ist, ob es die Montanuniversität ist, ob es die Universitäten in Graz sind. Alles ist das Netzwerk, und wenn da, und jetzt muss man die Monarchie durchaus mit hineinnehmen, als erster Schritt in dieser Monarchie steirische Produkte auf der einen Seite exportiert wurden und auf der anderen Seite in die Landwirtschaft die Kartoffel importiert wurde, aber nicht aus Europa, sondern aus Übersee, dann muss man sagen, kann das nur eine großartige Persönlichkeit sein. Und wenn wir heute also die neue Technik mit den Visionen und mit der Kraft eines Mannes unseres Landes verknüpfen, dann fällt mir wohl auch ein, welch schlechter Unternehmer der Staat ist. Ob es die verstaatlichte Industrie ist, und weil er heute unter uns ist, Herr Professor Maurer mit seinem PTX, mit diesem Mubit, na das wäre längst und weltweit 15, 20 Jahre früher um die Welt gegangen, hätte es nicht eine verstaubte alte österreichische Post gegeben, die das ganz einfach verhindert hat, weil sie im Moment nicht hineingepasst hat, vielleicht war es Eifersucht. Ich glaube, Geld alleine kann es damals ganz sicher nicht gewesen sein. Und wenn er von Leoma aus einen Peter Dunner nach England schickt und sagt, wir müssen besser werden, wir können zwar schon aus dem Erzberg Erz gewinnen und Eisen daraus machen,
Aber wir müssen besser werden, weil wir wollen in den Export und wir wollen die ganze Welt mit steirischem Eisen und mit steirischem Stahl beliefern. Dann zeigt das einfach von Kraft, von Vision und von Ideen. Und wenn ich, und das ist die einzige Korrektur, kaiserliche Hoheit, die es anbringen muss, ich bin der 23. Nachfolger deines Werkes. Der 24. sitzt bereits neben mir. Ich darf also hier diese Geschichte ein bisschen unterstreichen, die hervorragend von Ihnen vorgetragen wurde, sodass ich meine, wir sollten die Vergangenheit schätzen, einbinden, leben lassen, daraus die Lehren ziehen, um in die Zukunft zu gehen. Und in die Zukunft geht der nächste Präsident, das ist jetzt der 24. Das ist Magister Ulfried Heinzel, er wird über die Zukunft reden. Alles Gute, steirisches Glück auf. Sehr geehrter erster Präsident, kaiserliche Hoheit, sehr geehrter 23. Präsident Peter Mühlbacher, sehr geehrte Damen und Herren. Heute ist ein besonderer Tag hier in der Wirtschaftskammer Steiermark. Es geht um Visionen. Visionen, das heißt einfach hineinschauen, Mut haben. Wir feiern mehrere Innovationen, die unsere Welt von Grund auf verändert haben. Vor 40 Jahren wurde das Internet erfunden, vor 20 Jahren das World Wide Web. Und hätte damals jemand vorausgesagt, dass diese Erfindungen unseren Alltag prägen werden, er wäre bestenfalls als Visionär betrachtet worden und das noch vornehm ausgedrückt. Mit Erzherzog Johann feiern wir heuer ebenfalls einen großen Visionär, der zu seiner Zeit erstaunliche Erfindungen in der Steiermark brachte und mit seinen Innovationen einen Wirtschaftsaufschwung ermöglichte, der mehr als 100 Jahre anhielt und teilweise noch heute die steirische Landschaft prägt. Wenn ich nun über Zukunftsvisionen sprechen soll, so erlauben Sie mir zuvor einen kurzen Rückblick. Meine beiden Vorredner haben schon betont, wie Neuerungen und Innovationen die Steiermark aus so mancher Krise geführt haben. Herzog Johann hat die Hyperinflation des 19. Jahrhunderts und die daraus resultierende Hungersnot erlebt und gut 100 Jahre nach seinem Tod hat die schwerste Krise der verstaatlichten Industrie die Steiermark an den Rand des Abgrunds getrieben. Aus all diesen wirtschaftlichen Depressionen ist unser Land gestärkt wiedererstanden und Sie sagen vielleicht, ja gut, alles längst vergangen und vergessen. Aber was können wir etwa von Erzherzog Johann heute lernen? Die Not des 19. Jahrhunderts hat den Erzherzog und sein Umfeld zu Neuerungen motiviert, die für seine Zeit revolutionär und wirklich visionär waren. Er hat die obersteirische Industrie forciert, hat in der Landwirtschaft Verbesserungen durchgesetzt und hat den Grundstein für unseren hochentwickelten Weinbau gelegt. Er hat international renommierte Wissenschaftler in die Steiermark geholt, hat ganz massiv in Ausbildung investiert und dafür gesorgt, dass die klugen Köpfe der Steiermark nicht nach Wien oder Dresden auswandern, sondern hier im Land bleiben. Im gleichen Ausmaß hat er dafür gesorgt, dass das Kapital im Land bleibt und hier arbeitet. Er war selbst, dank einer ordentlichen Erbschaft, Aktionär eines Hochofens in Vordernberg. Und diesem Vorbild sind zahlreiche Unternehmer gefolgt und haben so den Grundstein für ein Unternehmen wie die Föst, wie für Böhler und andere gelegt. Mit der Gründung einer Versicherungsgesellschaft unserer Grazer Wechselseitigen wurden diesen Unternehmen und nicht nur ihnen Sicherheit geboten. Meine Damen und Herren, Sie sehen schon, worauf ich hinaus will. Die Zukunftsvision für den nächsten Wirtschaftsaufschwung sind teilweise in den Handlungen und in den Plänen visionärer Vordenker längst vergangener Zeiten festgelegt. Von Erzherzog Johann lernen heißt Visionen entwickeln. Und erlauben Sie mir einen kurzen Ausflug in die aktuelle politische Debatte. Eines wusste der Erzherzog und seine Vordenkerige, sie wussten es ganz genau.
Um Fusionen umzusetzen, braucht es Kapital. Und daher ist die Vertreibungstaktik, diese neidgenossenschaftliche Diskussion, die derzeit stattfindet in unserem Land, nicht nur politisch unverständlich, sondern schwächt das Potenzial dieses Landes nachhaltig. Was der Erzherzog damals vor 200 Jahren machte, läuft heute noch genauso. Die Stärken ausbauen und durch Neuerungen und Innovationen neue Stärkefelder aufbauen. Diese Strategie fruchtete ja auch in den 80er Jahren am Ende der verstaatlichten Industrie in unserem Land. Die hellen Köpfe vernetzten sich und neue Ideen führten die Steiermark zum Exportsieger, Wachstumssieger, Innovationssieger unter den österreichischen Bundesländern. Damit sind unsere Stärken schon klar vorgezeichnet. Die steirischen Unternehmer sind es gewöhnt, in schwierigen Situationen neue Konzepte zu entwickeln. Sie haben gelernt, sich auf neuen, fremden Märkten zu behaupten und sie haben mit innovativen, einzigartigen Produkten und Dienstleistungen die Marktführerschaft übernommen. Damit kein Missverständnis aufkommt, ich rede nicht von der Vergangenheit, sondern von der Gegenwart. Dieses hohe Maß an Flexibilität, an Innovationskraft und an Mut, das macht mich wirklich zuversichtlich, dass wir auch diese Krise gestärkt überwinden werden. Ich bin in diesen Tagen sehr viel in Betriebsbesuchen und bei Unternehmen unterwegs und ich kann mich dabei wirklich persönlich von der enormen Kraft, die in den Unternehmen der Steiermark steckt, überzeugen. Ein-Personen-Unternehmen, die längst keine Einzelkämpfer mehr sind, sondern sich breite Netzwerke aufgebaut haben und durch diese Kontakte wie ein Großer am Markt agieren, ob es unsere traditionellen, tüchtigen Familienbetriebe sind, die hochmoderne Produkte herstellen und denen auch jetzt es gelingt, zahlreiche Kunden anzusprechen oder bei den Leitbetrieben dieses Landes, die ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen anspornen, Innovationen zu entwickeln, mit denen man die Zukunft ähnlich verändern wird wie die Einführung des World Wide Webs vor 20 Jahren. Beispiel: Ich möchte in meiner Branche, dem Automobil, bleiben. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass das 3-Liter-Auto Realität wird? Und wie werden wir uns in Zukunft bewegen? Gerade unlängst haben unsere beiden Mobilitätsaushängeschilder, die AVL und Magna, eine Elektroauto- und Hybridoffensive angekündigt. Auch auf anderen Gebieten ist die in Graz angesiedelte Forschungsabteilung von Magna auf dem Weg in die Zukunft. Wenn Sie mir diese Zukunftsvision erlauben, ich sehe Graz in spätestens 10 Jahren als das Zentrum der weltweiten Forschung alternativer Antriebsformen. Ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft noch immer mit Autos fahren werden. Vielleicht schauen sie nicht ganz so aus wie heute, aber sie werden auf einer ganz neuen Basis unterwegs sein. Mit Strom, mit Biotreibstoffen oder mit synthetisch hergestellten Treibstoffen. Und die Steiermark wird hier in Forschung und Produktion auf diesem Sektor führend mit dabei sein. Ein weiteres Stärkefeld ist die Humantechnologie. Die Technische Universität Graz hat in den vergangenen Jahren hervorragende Wissenschaftler und Praktiker auf diesem Gebiet ausgebildet. Damit wurde die Steiermark zu einem Standort für Weltmarktführer. Wenn ich mir anschaue, wie sich die Unternehmenslandschaft seit der Gründung des Humantechnologie-Clusters verändert hat, wie viele steirische Spin-offs erfolgreich unterwegs sind, so sehe ich hier ein enormes Potenzial. Daher ist eine Vision, dass in wenigen Jahren Graz das für die Humantechnologie ist, was heute Basel für die Pharmaindustrie bedeutet. Ein weiterer Bereich, für den man nicht besonders visionär sein muss, um sein Zukunftspotenzial zu erkennen, ist das riesige Gebiet der Kulinarik. Ob im Nahrungsmittelgewerbe, in der Gastronomie oder in der Dienstleistung, die Steiermark ist schon heute Weltmeister auf diesem Gebiet. Zahlreiche Gäste kommen zu uns, weil sie die steirische Kulinarik über alles schätzen. Dieses Stärkefeld, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss weiter ausgebaut werden. Vor allem auch in Richtung internationaler Markt.
Denn die Österreicher wissen inzwischen, wenn sie gut essen und trinken, wenn sie freundlich bedient werden wollen, dann ist das alles in der schönsten Gegend dieses Landes möglich. Dann müssen sie zu uns kommen und dieses Wissen sollte auch exportiert werden. Als vierten und alles übergreifenden Bereich nenne ich das Begriffspaar Innovation und Kreativität. Hier sehe ich die größten Zukunftspotenziale, denn die Steiermark kann man gut und gerne als Heimstätte der Innovation bezeichnen. Ich denke hier nicht nur an unsere Forschungsstätten, etwa die Kompetenzzentren, von denen die Steiermark die weitaus meisten beherbergt. Ich denke an die zahllosen kleinen und großen Innovationen, die tagtäglich in den steirischen Unternehmen geschehen. Ich stehe daher nicht an, die 60.000 steirischen Unternehmen als die Innovationsmotoren unseres Landes zu bezeichnen. Aber wie schon gesagt, Visionen und Innovationen brauchen die entsprechende Unterstützung. Gerade in wirtschaftlich anstrengenden und schwierigen Zeiten wird oft der Fehler gemacht, dass man in diesem Bereich einspart. Deshalb bin ich froh über die massiven Anstrengungen, die von der steirischen Wirtschaftspolitik gemacht werden. Damit das Innovationspotenzial des Landes erhalten bleibt, müssen uns die heimischen Betriebe etwas wert sein. Das wusste schon unser Erzherzog und förderte die Wirtschaft, so gut er konnte, etwa mit der Gründung dieses Hauses und mit anderen Unternehmervereinen, deren Zweck die Förderung des Gewerbes und der Wirtschaft in unserem Land war. Denn eines war dem Erzherzog bewusst und zeigt sich heute mehr denn je. Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Dankeschön. Ich darf jetzt ganz kurz zum nächsten Programmpunkt überleiten. Wir kommen zum Vortrag von Herrn Professor Dr. Maurer und Sie können sich wirklich freuen und gespannt sein auf das, was inhaltlich, aber auch optisch auf Sie zukommt. Professor Maurer ist Vorsitzender des IICM an der TU Graz. Er ist seit kurzem auch Vorsitzender der Sektion Informatik in der Europäischen Akademie der Wissenschaften und er ist Vorsitzender des Beirates des NoCenters. Wir sind sehr froh, dass wir ihn für den heutigen Abend gewinnen konnten. Der Titel seines Vortrags lautet Multi-Identitäten im Cyberspace und in der realen Welt. Herr Professor, ich darf Sie bitten. Ich bedanke mich für die freundlichen, einführenden Worte. Meine verehrten drei Präsidenten, liebe Damen und Herren, ich freue mich, dass ich einen kleinen speziellen Aspekt in der Informationstechnologie nun heute ein bisschen erklären kann. Dieses Jahr ist in der Informatik mehrmals bezeichnet worden als das Jahr des 3Ds, des Dreidimensionalen. Und da ist natürlich was dran. Sie alle haben sicherlich schon in einem Kino, in einem Cinemax-Kino einmal mit Brillen einen 3D-Film gesehen. Und wenn nicht, dann wird es Zeit, dass Sie einmal nach Hartberg fahren, wo eines der wenigen Cinemax-Kinos in Österreich steht. Und es ist ja nicht nur diese Art von 3D, sondern Sie wissen, dass eine Reihe von Kinosälen in Graz gerade umgerüstet werden auf 3D-Filme. Es gibt das erste 3D-taugliche Fernsehgerät, nur noch keine Sendungen dafür, die müssen erst gedreht werden. Kurz und gut, also in diesem Sinn entwickeln wir uns durchaus in die Richtung 3D, aber auch in vielen anderen Sinnen. Also eine Sache ist zum Beispiel, die meisten von Ihnen haben schon Google Earth oder Microsoft Virtual World oder Google Street oder so etwas verwendet, wo man in der Lage ist, sich durch eine dreidimensionale Landschaft zu bewegen, durch die reale Welt, die digitalisiert wurde, sodass eben dann die Häuser und Objekte, die Sie in der Welt finden, die Sie in Graz finden, die Sie in Österreich finden, die Sie in Peru oder sonst wo finden, dass Sie sich diese 3D-Objekte zwar nur zweidimensional anschauen können, aber es sind 3D-Objekte. Das heißt, Sie können also um das Gebäude herumfliegen. Sie können in einen Innenhof hineinschauen und hineinfliegen oder hineingehen. Also in diesem Sinn haben Sie ein voll dreidimensionales Erlebnis der wirklichen Welt, weil eben in diesen drei Produkten, die ich gerade genannt habe, oder Systemen, die Wirklichkeit digitalisiert wurde.
Aber man kann nicht nur die Wirklichkeit digitalisieren, man kann auch künstliche, virtuelle Welten aufbauen. Und von diesen virtuellen Welten, die also dann wirklich nur in den Computern drinnen leben und die mit der realen Welt vielleicht wenig zu tun haben, gibt es hunderte inzwischen. Und übrigens sitzt heute unter uns der steirische Spezialist für solche virtuelle Welten, Professor Franz Kappe von der Technischen Universität Graz. Danke fürs Kommen. Ja. Ja, wie schaut denn das aus? Wie gesagt, es gibt so viele, dass man nicht in wenigen Sätzen das genau beschreiben kann. Aber eine dieser virtuellen Welten, von der man vielleicht am meisten gehört hat in den Medien und die auch von vielen Erwachsenen gespielt oder benutzt wird, heißt Second Life. Dieses Schlagwort oder den Namen haben Sie sicher schon das eine oder andere Mal gelesen. Und wenn man in dieses Second Life einsteigt, in diese virtuelle Welt, dann schlüpft man in eine beliebige Gestalt, in einen beliebigen Avatar. Man kann sich also sozusagen aussuchen, wie man ausschaut. Man kann so ausschauen, wie man in Wirklichkeit ausschaut, oder man kann sich so herrichten, dass man ganz anders ausschaut. Man kann sich sogar als Hund in eine solche Welt hineinstellen. Und mit diesem Avatar kann man jetzt in dieser virtuellen Welt sich herumbewegen mit anderen Avataren, mit anderen Menschen, die gleichzeitig das System benutzen, und das sind zu jedem Zeitpunkt heute schon 50.000, 80.000, eben sich unterhalten und natürlich einerseits unterhalten, aber vielleicht auch lernen oder etwas anderes machen. Das Interessante am Second Life ist, dass es dort auch eine Währung gibt, den sogenannten Lindendollar, und der ist konvertibel. Das heißt, man kann also Euros wirklich umwechseln in Lindendollar und kann in dieser virtuellen Welt dann mit diesen Lindendollar etwas anfangen. Man kann sich zum Beispiel ein Grundstück kaufen. Man kann auf das Grundstück ein Haus bauen. Wenn man das Haus nicht selber bauen will in dieser virtuellen Welt, dann kann man sich dort einen Handwerker in der virtuellen Welt holen, die man allerdings dann mit Lindendollar bezahlen muss. Aber es bedeutet auch, dass andere Leute, die dort in dieser virtuellen Welt arbeiten oder sind, eben Lindendollar bekommen und die können sie zurück umwechseln in Euros. Es gibt inzwischen mehr als 1000 Personen auf der Welt, die wirklich davon leben, deren Arbeit besteht, indem sie arbeiten in dieser virtuellen, in dieser erfundenen Welt. Man könnte da über diese erfundene Welt und die anderen Welten natürlich jetzt noch stundenlang und ganz interessant berichten, das will ich nicht, sondern ich möchte eher den Spieß umdrehen. Man könnte auch davon reden, dass wir nicht in einer virtuellen Welt, in diese virtuelle Welt hineinsteigen über das Internet, über das World Wide Web, sondern man könnte auch sagen, es wäre doch interessant, wenn man mit Computertechnologie und Projektionstechnologie eben Objekte, Landschaften, Personen woanders hin projizieren könnte. Denken Sie nur zum Beispiel an die traditionelle Videokonferenz. Wie schaut die aus? Ja, da sitzt man an einem Tisch und irgendwo anders in einer anderen Stadt sitzen auch ein paar Leute an einem Tisch und beide Gruppen werden mit einer Kamera aufgenommen. Diese Information wird auf ein Bildschirm zum anderen Team übertragen. Das heißt, dass ich sitze bei dem Tisch und sehe meine Gesprächspartner auf dem Bildschirm. Und die Partner, die irgendwo anders sitzen, sehen mich und meine Freunde, die bei mir sitzen, auch auf ihren Bildschirm. Ja, und so kann man ganz gut damit ein Video telefonieren oder eine Videokonferenz machen. Aber mit den neuen Methoden, von denen Sie heute auch ein Stückchen sehen werden, ist es absehbar, dass man eben das viel eleganter machen kann. Indem man vielleicht in so einen Konferenzraum hineintritt und dort sitzen dann 10 Personen und man weiß überhaupt nicht mehr, welche von diesen Personen ist nun echt angreifbar und welche ist nun eine Projektion. Aber wir schon draufkommen können, nicht? Wenn man draufgreift und das gibt nach und man fährt mit der Hand durch, dann ist das zumindest jetzt im Moment ein Hologramm. Dass das später vielleicht dann sogar einen Widerstand leistet und sogar taktil fühlbar ist, das ist dann noch eine Stufe weiter. Also das ist diese eine Situation, die vielleicht eben sehr bald zum Tragen kommt und die natürlich auch bestimmt wirtschaftlich eine gewisse Bedeutung haben wird. Verbesserung der Videokonferenzen, das ist etwas, was tatsächlich etwas ist, worüber sich viele Firmen und viele Organisationen auch in der Steiermark den Kopf zerbrechen. Aber wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, man kann ja vielleicht nicht nur einen Menschen woanders hin projizieren, sondern vielleicht einen Menschen, der von einem Computer erzeugt wurde.
Sie kennen ja von den vielen Filmen, die Sie gesehen haben, Filme, in denen eben sehr stark Computer für Animation eingesetzt wurden und wo es sehr komplexe Lebewesen oder menschenähnliche und nicht menschenähnliche von Computern erzeugt worden sind. Ja, das heißt aber natürlich auch, dass man solches für einen Computer erzeugte Lebewesen oder Mensch eben auch vielleicht projizieren kann. Und auf einmal sitzt eben dieses Lebewesen, dieser vom Computer erzeugte Mensch neben einem. Oder vielleicht noch interessanter, dieser vom Computer generierte Mensch wird auf einmal ein persönlicher Trainer, vielleicht ein persönlicher Tennistrainer. Ich stehe also da mit meinem Tennisschläger und neben mir steht in Wirklichkeit ein Hologramm, eine 3D-Projektion, die von einem Computer generiert ist und die beobachtet mich und sagt mir immer, wenn ich einen Fehler mache. Ja, und was ich hier erzählt habe, das finden Sie immer, und das ist eigentlich typisch, schon in Filmen, die es schon vor ein paar Jahren gegeben hat. Also da sind Science-Fiction-Filme oder Filme, die so ein bisschen in die Zukunft schauen, oft wirklich gute Prognostiker, was sich dann in absehbarer Zukunft vielleicht wirklich abspielt. Ich möchte Ihnen jetzt einmal einen Filmclip zeigen, und zwar aus dem Terminator. Bitte Film ab. Ausholen und aufschlagen und ausholen und durchziehen und ausholen und aufschlagen. Und ausholen und aufschlagen. Sehr gut, das war perfekt. Und aufschlagen und ausholen. Und verlagern. Hallo, Liebling. Und drehen und aufschlagen. Was ist denn los? Und Männer wollten mich gerade umbringen. Aufschlagen. Straßenräuber? Bist du in der... Vielleicht haben Sie auch gerade noch gesehen, dass der Arnold Schwarzenegger hereingekommen ist, nicht in diesen Film Terminator. Und wir haben ihn hier gesehen, ein solches Hologramm, das wirklich als Tennistrainer fungiert hat. Und da gibt es viele Beispiele bereits in den Filmen. Ich möchte Ihnen noch einen Clip zeigen, der sozusagen ein ganz anderes Metier beleuchtet. Und zwar vom Six Day Girl. Bitte Film ab. Nein, ich bin wieder da. Darling, wo steckst du? Hallo, Süßer. Hallo, mein Engel. Warst du im Fitnessstudio? Siehst so gut aus. Danke. Ich habe alle deine Sportsendungen aufgenommen. Ich dachte, wir können sie uns zusammen ansehen. Da stehe ich voll drauf. Oder soll ich das sofort ausziehen? Oh, nein, 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 eins nach dem anderen. Oh, Hank. Naja, Sie sehen, also für die Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, aber ich möchte noch einen dritten Clip spielen, weil der etwas besonders Wichtiges zeigt. Und dieser dritte Clip ist von Minority Report. Bitte auch diesen Clip, Film ab. Das erinnert mich an Rosarito Beach. Weißt du noch? Da hatten wir wir hatten 20 Dollar und wir haben in diesem Van gewartet, also, dass die Sonne... Also, was Sie hier sehen, ist die Tatsache, dass eine 3D-Projektion gemacht wird, die aber nur für einen Zuschauer 3D ist. Für ihn schaut das wirklich vollkommen dreidimensional aus und Sie haben schon vorher gesehen, dass irgendwas nicht ganz stimmt und das ist ihm bewusst. Es wird auch in Zukunft vielleicht so sein, dass die Projektion gar nicht eine wirkliche 3D-Gestalt projiziert, sondern nur für die eine oder die Personen, die ihm gerade diese Personen, die Objekte sehen. Nein, das wird ein unvergesslicher Moment, versprochen. Naja, es ist schon und wäre schon ganz lustig, wenn wir wirklich mit solchen Projektionen heute in der Wirklichkeit zu tun hätten. Aber eigentlich ist es nicht genug. Nicht? In Wirklichkeit ist es doch so, dass das, was uns am meisten abgeht, irgendwie Zeit ist. Und insofern wäre es halt besonders schön, wenn wir uns selber klonen könnten, wenn wir mehrere Instanzen von uns schaffen könnten und diese anderen Instanzen eben auch für uns arbeiten lassen könnten. Und das wird wohl auch, weil sich die IT-Technologie sehr stark und sehr, sehr schnell weiterentwickelt, wie das schon auch vorher angesprochen worden ist, eben sicher auch irgendwann, nicht in den nächsten Jahren, aber doch irgendwann vielleicht möglich sein. Aber ich möchte Ihnen das gar nicht erklären selber, sondern ich überlasse das einem Klon von mir, einer anderen Instanz von mir. Ich bin Hermann, so heiße ich, ich bin der Hermann 1 und ich möchte jetzt eine zweite Instanz von mir ins Leben rufen. Hermann 2, bitte kommen. Hallo Hermann 1, das ist nett, dass du mich einmal dazu holst. Normalerweise trittst immer nur du in der Öffentlichkeit auf, also ich freue mich, dass ich auch mal ein paar Worte sagen kann. Noch das Wichtige, nicht? Du hast gefragt, wie es vielleicht weitergeht mit der Computerentwicklung und mit der Welt. Naja,
Im Prinzip ist es so, dass sich noch furchtbar viel tun wird. Und zwar natürlich im Positiven, aber leider auch im Negativen. Und ich möchte einmal umgekehrt anfangen. Ich möchte eigentlich einmal mit den Negativen anfangen. Einfach deshalb, weil gerade im Buch erschienen ist, dass so ein bisschen uns entwarnt, was noch auf alles auf uns zukommen wird. Das Buch heißt Der schwarze Schwan, ist von Taleb geschrieben. Und er fängt an mit einer lustigen Anekdote, die ich erzählen möchte. Ein ganz Küken schlüpft aus. Dieses Küken hat, wie jedes kleine Tier, zunächst vor großen Tieren und vor Menschen Angst. Aber der Bauer bringt jeden Tag frisches Wasser, frisches Futter, räumt ab und zu den Stall aus. Kurz und gut, das Küken beginnt den Bauer immer mehr zu lieben. Und da ist sogar in dem Buch die Kurve dieses Vertrauens eingezeichnet. Die wird dann also ganz konstant, also diese junge Gans, da ist ganz sicher, dass ihr Leben sehr schön ist und sehr schön weitergehen wird. Aber zwei Tage vor Martini verliert die Gans den Kopf, weil sie eben gebraten wird. Und Taleb sagt, so wird es uns noch oft gehen. Im Positiven wie im Negativen. Im Negativen haben wir gerade einen Kopf ab erlebt bei der Bankenkrise oder bei der Wirtschaftskrise, die hoffentlich bald vorüber ist. Im Positiven haben wir auch schon sehr viel erlebt in der Vergangenheit. Nicht? Niemand hat damit gerechnet, wie schnell sich das Internet durchsetzt zum Beispiel. Niemand hat damit gerechnet, wie schnell sich die Handys durchsetzen. Das ist interessant, da gibt es also Zahlen aus den Mitte der 90er Jahren von Nokia, die für 2010 erst eine Sättigung von 30% für Mitteleuropa vorhersagen. Wir wissen, dass heute jeder von uns ein Handy hat, manche sogar zwei. Es wird daher so viele solche weiteren Entwicklungen geben, in der Computerei, in der Medizin, in anderen Gebieten, aber der wirkliche Grund, warum ich so überzeugt bin, dass noch viel passieren wird, ist, weil wir in Wirklichkeit so wenig wissen. Wir bilden uns zu jedem Zeitpunkt immer wieder ein, wir wissen ohnehin schon fast alles. Der Michelson hat im Jahr 1902 geschrieben, wir wissen eigentlich schon alles Wichtige in der Physik. Das war knapp vor einer Relativitätstheorie, knapp bevor man die Atomspaltung gefunden hat. Im Jahr 1998 hat der Journalist Horgan, der in Scientific American immer wieder gute Sachen geschrieben hat, ein Buch geschrieben, The End of Science, wo er gesagt hat, wir wissen eigentlich schon alles Wichtige. Ein paar Jahre später hat der Zeilinger Quantenteleportation vorexerziert und sind andere große neue Entdeckungen gekommen. Kurz und gut, wir wissen eigentlich eben viel weniger, als wir glauben. Und ich möchte das an einem Beispiel erläutern, das mir relativ klassisch vorkommt, das Beispiel Energie. Energie gibt es in den verschiedensten Formen, also wir haben zum Beispiel das Licht und wir bilden uns im ein, wir verstehen das Licht. Ja, alle, die da sitzen, wissen, dass das Licht schon komplex ist, nicht diese Zwitternatur zwischen Teilchen und Wellen und so weiter. Aber ich meine, was viel primitiver ist. Wir können zwar mit Licht hantieren, wir können das Licht abdrehen und aufdrehen und erzeugen, aber wir können es nicht speichern. Ist das nicht ein Witz? Also die Schildbürger haben schon versucht, mit Schachteln Licht in ein Rathaus hineinzutragen, wo sie vergessen haben, die Fenster zu bauen. Und wir lachen drüber. Und ich glaube, wir sollten nicht darüber lachen, sondern wir sollten traurig sein, dass wir noch immer keine Möglichkeit haben, Licht einzusperren, Licht wirklich aufzubewahren. Warum sollte man nicht Licht sammeln bei schönen sonnigen Tagen und dann hätte man eine Taschenlampe, indem man halt aus diesem kleinen Behälter, in dem man das Licht gespeichert hat, das Licht wieder herauslassen. Also in dem Sinn verstehen wir Licht überhaupt nicht. Und wenn man heute einen Physiker fragt, wird es einmal eine Möglichkeit geben, wirklich große Mengen Licht zu speichern, dann kriegt man ganz komische Antworten. Nicht die Antworten ist, im Prinzip könnte man in einem beliebig kleinen Raum beliebig viel Licht speichern. Aber wie man das macht, wir haben keine Ahnung. Und dasselbe gilt halt für alle möglichen anderen Formen von Energie, also zum Beispiel Strom. Wie Sie wissen, wir können Strom zwar speichern, in einer Batterie, in einem Akku, aber nicht gut. Wir können große Mengen von Strom eigentlich nur sehr indirekt speichern. Nicht? Wir können zum Beispiel, wenn wir überflüssigen Strom haben, nicht? Wie man das immer wieder eben weiß und macht, eben Wasser zurückpumpen, in Kaprun oder so etwas und damit später wieder Strom generieren. Aber wirklich Strom kompakt zu speichern, das geht nicht und wir wissen, wie schwer die Batterien sind, die man braucht, oder die Akkus, die man braucht, in ein Elektroauto, in ein Elektrofahrrad und wie schnell der Akku bei einem Handy ausgeht, wenn man das Handy stark benutzt. Ja, oder ein anderes Beispiel, das mir immer gut gefallen hat, ist Wärmespeicher. Wir beherrschen Wärmespeicherung nicht, nicht? Natürlich nehmen wir eine Thermosflasche mit, wenn wir eine Wanderung machen und haben damit einen heißen Tee einen Tag lang, vielleicht eineinhalb Tage lang, weil die Thermosflasche gut ist. Aber wirklich auf längere Zeit speichern können wir es nicht. Ach so.
zum heißen Wasser. Da freut mich immer dieser Burgenländerwitz ein. Ich hoffe, ich trete da niemanden auf die Zehen, wo die Burgenländer eben einen Tee kochen und da bleibt also ein bisschen heißes Wasser übrig. Und der eine Burgenländer fragt den anderen, du, was soll ich denn tun mit dem heißen Wasser? Sagt der andere, du, friss ein, heißes Wasser kann man immer brauchen. Also, natürlich ein dummer Witz, aber nur noch einmal zur Demonstration, dass wir eigentlich nicht wissen, wie man Wärme speichert. Oder kinetische Energie. Also in einem Schwungrad zum Beispiel, in einem großen Rad, nicht, mit großer Masse, steckt unheimlich viel Energie. Wird verwendet für eine bestimmte Art von Omnibus in der Schweiz. Da wird bei elektrischen Zapfsäulen wird der Schwungrad immer wieder in Schwung versetzt und von dieser Energie wird dann der Autobus betrieben. Also ein ganz interessantes Gerät, das sich nie wirklich durchgesetzt hat und eben nicht durchgesetzt hat, weil man in Wirklichkeit kinetische Energie eben sehr schwer speichern kann. Wenn dieser Autobus eine Stunde in den Stau steht, dann bewirkt die Reibung, dass die kinetische Energie auf einmal verschwunden ist oder weitgehend verschwunden ist. Ja, oder vielleicht der größte Witz ist eine der größten Erfindungen und Entdeckungen in der Physik im letzten Jahrhundert. Die Formel von Einstein, diese Masse-Energie-Äquivalenz-Formel, nicht diese berühmte E ist gleich mc²-Formel, wo C die Lichtgeschwindigkeit ist, die sagt ja, dass man Masse in Energie im Prinzip umwandeln kann und umgekehrt und dass eigentlich in Masse unglaubliche Mengen von Energie stecken. Also wenn ich ein faustgroßes Stück Stein zur Gänze auflösen könnte, zur Gänze Energie umwandeln könnte, hätte ich genug Energie für Österreich für ein ganzes Jahr lang. So viel steckt da drinnen. Nur, wir wissen nicht, wie man das macht. Wenn man Physiker heute fragt, kann man irgendwann Materie wirklich auflösen, dann sind sie ratlos. Dann kommen sie mit Erhaltungsgesetzen von Baryons, dass es schwierig sein dürfte und so weiter. Aber im Prinzip ist es nicht unmöglich, aber kein Mensch weiß, wie man es anpackt. Und das Einzige, was wir heute machen, ist eben das, was wir in einem Kernkraftwerk machen oder in einer Atombombe, nicht? Also ein Kernkraftwerk spalten wir Uran-235 in zwei neue chemische Elemente und die Summe der Gewicht ist etwas kleiner als das ursprüngliche Gewicht. Und dieser kleine Masseverlust, der wird umgesetzt in Energie. Und das ist, was ein Atomkraftwerk macht. Und bei einer Wasserstoffbombe geschieht so etwas Ähnliches, nicht? Da werden zwei Wasserstoffatome zusammengequetscht in ein Heliumatom und das Heliumatom hat etwas weniger Masse als die zwei Wasserstoffatome vorher, das heißt, man hat etwas Masse verloren und dieses bisschen Masse erzeugt dann diese unglaublich wuchtige Explosion einer Wasserstoffbombe. Also, aber in Wirklichkeit blödeln wir nur nicht. Wir können eben nicht Energie auflösen, wir können nur mit so Tricks ganz kleine Mengen von Masse in Energie umwandeln. Übrigens, die Formel funktioniert ja auch in die andere Richtung. Im Prinzip sollte man ja auch Energie in Masse umwandeln können. Das heißt, ich sollte zum Beispiel in der Lage sein, Wärmeenergie, die da in der Luft halt heute ist, wir reden da von Klimaerwärmung, eben umzuwandeln in Masse. Wenn es sowas gäbe, dann könnte ich mit so einem Gerät einen kleinen Stein erzeugen. So wieder, sagen wir wieder faustgroß. Und nur indem ich den erzeuge, indem ich Wärme umwandle in diesen Stein, würde ich damit sofort die Erdatmosphäre um 1-2 Grad weltweit abkühlen. Also in Wirklichkeit haben wir die Klimaerwärmung vollkommen im Griff. Die Formel gibt's. Wie man sie anwendet, verstehen wir nicht. Und ich glaube, dass eben diese Beispiele, Hermann 1, eben deutlich zeigen, dass wir eben so wenig wissen in allen Bereichen, dass sich da noch sehr, sehr viel tun wird, im Computerbereich und in vielen anderen Bereichen. Und in dem Sinn bin ich eigentlich schon recht optimistisch, muss ich sagen. Ich glaube, der Monolog war wirklich lang genug, Hermann 2. Und so einfach ist die Geschichte wirklich nicht. Naja, du hast schon recht, Hermann 1. Also so einfach ist es nicht. Und nachdem es nicht so einfach ist, würde ich fast vorschlagen, wenn du uns das ein bisschen erklären willst, warum das nicht so einfach ist, dass wir auch jetzt den Hermann 3 noch zuziehen. Und ich würde vorschlagen, dass wir den Hermann 3 auch noch holen. Dann holen wir nochmal. Hallo Hermann 3, schön, dass du jetzt auch bei uns bist. Also ich glaube, zu dritt sind wir noch nie aufgetreten. Das sind wir nicht und vielleicht kann ich jetzt doch ein bisschen noch erklären, warum das Ganze nicht so einfach ist, nicht? Die erste Grundfrage, die sich schon stellt, glaube ich, das müsst ihr zugeben, ist, wie viel Technik braucht der Mensch eigentlich? Welchen Lebensstandard braucht er eigentlich, um glücklich zu sein? Und die Antwort darauf ist verblüffend.
Ich glaube, der kann beliebig niedrig sein, der Lebensstandard. Wir kennen die Argumente, die der Hermann Eins da erzählt schon alle. Ich glaube, wir können uns da wieder zurückziehen. Kannst du auch zuhören? Nicht auch? Ja, okay. Es scheinen die beiden wieder verschwinden zu wollen, aber ich möchte einer dochtige Geschichte noch zu Ende erzählen. Also wie gesagt, die erste Frage ist, wie viel Technologie brauchen Menschen, um glücklich zu sein? Und ich glaube, die Antwort darauf ist sehr wenig. Und man kann das so mit einem Umkehrschluss, glaube ich, sehr gut beweisen. Angenommen, die Menschen wären umso unglücklicher, je weniger Technologie sie hätten, dann würde heute hier dieser Saal leer sein. Wir würden alle nicht leben, denn dann hätten alle Höhlenmenschen Selbstmord begehen müssen, weil sie eben auf einem so niedrigen Lebensstandard gewesen sind. Also das heißt, was wir eigentlich haben, macht uns nicht glücklich und zufrieden. Was macht uns dann glücklich und zufrieden? Was macht uns unzufrieden? Also ich glaube, was uns zufrieden und glücklich macht, ist, wenn sich etwas bewegt, wenn wir Innovationen schaffen, wenn wir zurückschauen können, 20 Jahre, und sagen können, ja, da ist was weitergegangen. Ich glaube, es ist fast so ein Phänomen, wie es uns Spaß macht, auf einen Gipfel eines Berges zu steigen, was ihm auch schon Erzherzog Johann Spaß gemacht hat. Und einerseits der Weg hinauf ist schön, ja, der Blick oben ist dann schon auch schön, aber den kann man vielleicht heute auch im Fernsehen sehen. Was wirklich daran bedeutend ist, der Weg war schön und man hat das Gefühl, man hat was erreicht. Und das ist schon so dieses Faustsche in uns, nicht, wie Goethe das schon formuliert hat. Wir wollen irgendwie eine gewisse Bewegung, einen Fortschritt sehen, obwohl es vielleicht gar nicht so klar ist, wohin wir fortschreiten und von was wir fortschreiten. Wichtig ist, dass wir schreiten. Ja, umgekehrt, was uns unglücklich macht und unzufrieden macht und viele Menschen auf der Welt unzufrieden gemacht hat und auch diesen Moment unzufrieden macht, ist, dass sie von Dingen wissen, die sie aber nicht haben können. Also denken Sie einmal an die dramatische Situation, dass Sie irgendwo in Asien oder Sibirien oder in einer Ortschaft sind und dort ist ein Kind von innen an Lungenentzündung erkrankt und dieses Kind stirbt, weil es keine Antibiotika gibt. Das ist natürlich schlimm. Aber wenn in dem Ort niemand etwas je von Antibiotika gehört hat, dann ist das so halt ein Teil des Lebens. Sterben halt ab und zu Kindern. Das ist furchtbar traurig. Aber wenn jemand in diesem Ort, die Eltern, wissen, dass es Antibiotika gibt und dass man die vielleicht, wenn man mehr Geld gehabt hätte, mit einem Hubschrauber hätte einfliegen können und dann das Kind hätten retten können, dann ist das eine wirkliche Katastrophe. Also ist dieses zu viel Wissen, etwas Wissen, was man nicht haben kann, ist oft gefährlich und schafft Unzufriedenheit. Und ich glaube, viele der Probleme, die wir heute in der Welt haben, sind eigentlich darauf zurückzuführen. Also ich war in meiner Hippie-Zeit eine Zeit lang in Nepal und zu diesem Zeitpunkt waren alle Leute in Nepal gut gekleidet, haben genug zum Essen gehabt, ein kleines Haus mit einem Garten gehabt, mit Haustieren, mit Gemüse und sie waren absolut zufrieden. Und was ist dann passiert? Dann ist das Land elektrifiziert worden. Dann ist auf einmal Radio und Fernsehen gekommen und auf einmal haben die Leute gesehen, was, es gibt fließendes Wasser in einem Haus, es gibt ein WC im Haus, es gibt eine Mikrowelle, es gibt ein Moped, es gibt ein Auto etc. etc. Und sie wollten das alles haben und haben es nicht haben können. Und das war der Nährboden für die Maoisten, die, wie Sie wissen, vor einem Jahr mehr oder minder die Macht übernommen haben in Nepal. Und was die meisten vielleicht, den meisten hier nicht so bewusst ist, dass dieser Prozess sich fortsetzt. Fast ein Drittel von Indien ist unter Kontrolle der Maoisten. Also wenn man in den Bundesstaat Orissa zum Beispiel geht, kann man wirklich auf das Land nicht mehr gehen. Weder die Einheimischen noch wenn man als Fremder dorthin kommt. Man kann wirklich nur in einer Stadt noch, ist man noch einigermaßen sicher und beschützt. Aber selbst die Polizei, selbst das Militär traut sich aus den Städten nicht mehr heraus. Aufgrund eben dieser Maoisten, die in Wirklichkeit nur von dieser Unzufriedenheit leben. Das heißt also, Wissen kann auch gefährlich sein manchmal, zu viel Wissen zu früh. Und dann ist noch ein Niveau darüber. Es gibt natürlich gewisse Arten von Wissen, die tödlich sein können, tödlich auch für die Menschheit. Also stellen Sie sich nur die Situation vor, dass wir heute, ich habe unlängst in einer der großen österreichischen Tageszeitungen gelesen, bald 20 Nationen haben werden, die Atomwaffen besitzen.
Und da wird es irgendwann, sei es jetzt das absichtlich oder unabsichtlich, einen Zwischenfall geben. Das wird vielleicht einmal, fürchte ich, wenn das so weitergeht, einen großen Atomkrieg geben. Und dieser Krieg wird die Welt so stark radioaktiv verseuchen, dass selbst die nicht betroffenen und nicht bombardierten Länder keine Überlebenschance mehr haben, sondern an dieser Radioaktivität sterben. Das heißt, das ist natürlich wirklich gefährliches Wissen, wo man sich schon überlegen muss, wie man damit umgeht und wie man vielleicht auch ab und zu solches Wissen wieder aus der Pandora-Box, wo es rausgekommen ist und wo nur noch die Hoffnung drinnen ist, wieder in die Pandora-Box hineinbringen. Und übrigens dieses Thema Atomkrieg, das ist eben schon behandelt worden in den 50er Jahren von einem Australier, Neville Shute, in seinem Buch On the Beach, also Das letzte Ufer. Und ist 1959 verfilmt worden und da möchte ich Ihnen auch einen Clip dazu zeigen. Film ab, bitte. Nein, Julian, das geht zu weit. So einen verfluchten Blödsinn habe ich in meinem ganzen Leben noch niemals gehört. Zu behaupten, dass dieser verdammte Krieg ein Zufall war. Nein, es war auch kein Zufall, das habe ich nicht gesagt. Es war sorgfältig geplant, bis ins letzte maschinelle und menschliche Detail. Dann kam ein kleines Versehen. Ein Irrtum. Und wer ist nach Ihrer Meinung der Schuldige? An dem Krieg? Albert Einstein. Noch so ein Witz. Wollen Sie wirklich von mir wissen, wer angefangen hat? Ja. Wozu? Sie sind doch selber so ein Einstein. Selber Physiker. Wer würde es jemals für möglich gehalten haben, dass die Menschen so dumm sein würden, sich selbst auf der Mutter Erde auszurotten? Ich halte es auch jetzt noch nicht für möglich. Wir haben den Krieg nicht gewollt. Die anderen auch nicht. Also wie hat es angefangen? Ihr wollt eine einfache Antwort und die gibt's nicht. Die weiß keiner. Es begann in dem Moment, als man das idiotische Prinzip aufstellte, der Frieden könne bloß erhalten werden, indem man ihn mit Waffen verteidigte, mit Superbomben, die kein Volk einsetzen konnte, ohne Selbstmord zu begehen. So baute jeder seine Atombomben und Gegenbomben. Und Gegenbomben. Und eines Tages wuchsen uns die Erfindungen über den Kopf. Und ich habe mitgeholfen, sie zu bauen. Ja, also ich zeige das nicht, um Sie zu deprimieren, aber erstens, weil ich schon daran glaube, dass tatsächlich Atomwaffen etwas sind, die wir viele von uns bekämpft haben als Protestierer auf den Straßen vor 25 Jahren und haben Sold 1 und Sold 2 durchgesetzt und jetzt war es lange Zeit sehr still und Gott sei Dank und hoffentlich kommt wieder etwas Bewegung in diese Front und werden diese eben tatsächlich Geräte der Technik, die eben auch die Menschheit vernichten können, hoffentlich wirklich einmal mehr oder minder verschrottet. Aber allgemein ist es eben so, die Technik macht große Fortschritte, nicht nur in der Informationstechnologie, auch in anderen Bereichen. Und ich glaube schon, dass wir uns immer auch überlegen müssen, wie wir die Zügel fest in der Hand halten. Und vielleicht ist tatsächlich bei der Entwicklung der Atomenergie sind vielleicht die Zügel nicht genug fest in der Hand gehalten worden. Darüber habe ich übrigens ein bisschen spekuliert in einem meiner Science-Fiction-Bücher, das Sie als Andenken heute mitbekommen, in diesem kleinen Sack, den Sie unter Ihren Sitz finden, wo ich einmal ein bisschen erkläre, dass Wissen eben durchaus gefährlich sein kann und was man vielleicht machen könnte, um zu verhindern, dass eben so etwas wie Atombomben in Zukunft in irgendeiner anderen Version, in irgendeiner anderen Technologie passiert. Also ich bin ein Optimist. Ich glaube, dass uns viele schöne Sachen bevorstehen, dass wir sehr viele schöne Sachen machen müssen. Ich bin aber auch ein Realist. Ich glaube, dass wir gleichzeitig darauf achten müssen, dass eben diese uns nicht, wie ich schon einmal gesagt habe, entgleiten und etwas anstellen, was wir nicht wollen. Damit das Ganze nicht zu ernst endet, möchte ich Ihnen von der Technologie, die Sie hier gesehen haben, von dieser 3D-Projektionstechnologie, noch eine Anwendung zeigen, die vielleicht tatsächlich ganz nützlich sein könnte, bald in der Zukunft, nämlich als Abschreckung für Einbrecher, indem man eben ein Hologramm zur Abschreckung von Einbrechern verwendet. Und dazu gibt es auch einen kleinen Filmclip. Bitte Film ab. Ja, ist ganz lustig. Würde vielleicht wirklich funktionieren, oder?
Ja, damit bin ich eigentlich schon am Ende. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören und Zuschauen. Ich möchte aber jetzt noch den Mann, der diese Show ermöglicht hat und der sehr viel Arbeit investiert hat, kurz auf die Bühne bitten. Wolfgang Schinagel, kommst du einen Sprung heraus? Darf ich mit dir bedanken und gratulieren, und ich bedanke mich für deine Freundschaft. Dankeschön. Dankeschön. Danke sehr. Und jetzt darf ich zum Abschluss des Abends Herrn Präsident Mühlbacher bitten, ein paar abschließende Worte zu sagen. Bitte, Herr Präsident. Meine geschätzten Damen und Herren, kaiserliche Hoheit, ich glaube, Herr Professor Maurer hat uns einmal vor Augen geführt, was Wissen sein kann, was man mit Wissen Positives erleben kann und wo Wissen eigentlich auch hinführen könnte. Und ich hoffe nicht, dass kaiserliche Hoheit sagt, ich feiere lieber meinen 250. Geburtstag dort, wo ich mich jetzt gut aufgehoben fühle, sondern wird auch wieder kommen und stolz sein auf seine Steiermark. Und ich möchte zusammenfassen und meinen, so ein 10. E-Day ist eine großartige Leistung von Persönlichkeiten, die aus dem Lande kommen. Und ich möchte mich bedanken noch einmal bei dir, lieber Wolfgang, Herr Professor Dr. Wolfgang Schinagel, dass das auch ausgesprochen ist. Du verbirgst dein ganzes Leben in dieser IT-Welt, und wenn man mit dir ein Gespräch führt, ist man gerne aufmerksam, aber man versteht nicht einmal die Hälfte davon. Aber das ist das Menschliche auf der einen Seite, da spreche ich von uns, den Zuhörern, dort und da, wo es leichter geht, auch den Anwendern. Aber es ist irrsinnig notwendig, solche Persönlichkeiten vor Ort zu haben. Und wenn ich nur denke, dass unsere gesamte Serviceeinrichtung eine Entwicklung von dir ist, natürlich mit vielen, die dir dabei geholfen haben, aber deine Ideen mit deinem Mitarbeiterstab, wo auch heute einige hier sind, und darüber, die möchte ich auch ganz besonders begrüßen, weil dieses Werk hat einen Vater, aber viele Helfer. Herzlichen Dank. Geschätzten Damen und Herren, ich möchte mich wirklich ganz herzlich beim Herrn Professor Maurer stellvertretend für alle Repräsentanten von unseren Universitäten bedanken, dass diese Zusammenarbeit ja jetzt nicht nur eine Spinnerei ist, so würde es vielleicht kaiserliche Hoheit bezeichnen, sondern vor allem für die Anwendung, für die Wirtschaftlichkeit. Und wenn wir denken, dass wir in der Steiermark eine sehr, sehr hohe Versorgung haben, dass wir via Internet wirklich weltweit zusammenarbeiten können, aus den hintersten Winkeln unseres Landes, ist das wieder ein Teil dessen, dass wir einfach, weil wir in der Entwicklung, in der Steiermark, in der Forschung und in diesen innovativen Bereichen einfach weit vorne sind, auch von diesen Stellen mehr oder weniger die Zustimmung und die Zuneigung bekommen haben. Und hier hat die Telekom tatsächlich investiert und hat die Steiermark dadurch marktfähiger gemacht. Und kaiserliche Hoheit, mit großem Respekt, auch Herr Ninaus mit eingeschlossen, es ist toll zu wissen, dass diese Persönlichkeit durch diesen Film in uns weiterleben wird, dass wir wissen, woher wir kommen, und wir gutes Rüstzeug haben, um zu wissen, wohin wir zu gehen haben. In diesem Sinne auch meinem Nachfolger alles Gute für die Zukunft, Ihnen viel Erfolg, ein steirisches Glück auf, schönen Abend. Applaus